So, weiter geht es. Willkommen zu Detroit Become Human. Luther ist letztes Mal gestorben, als der Polizist geschossen hat. Wir schauen jetzt mal weiter, ob wir es schaffen, über die Grenze zu kommen. Und ich bin mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionales Spiel. Man kommt manchmal an seine Grenzen, weil man nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Das ist schon sehr interessant, muss ich sagen. Also, krasse Story. Unsere Botschaft wird überall gezeigt. Wir haben, was wir wollten. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Man wird uns beobachten. Was immer wir tun werden, wir müssen an die öffentliche Meinung denken. Seit der Übertragung kommen immer mehr nach Jericho. Die Botschaft hat zumindest Hoffnung verbreitet. Menschen zu töten war nicht unser Plan. Sie töten unser Eins jeden Tag. Glaubst du, das macht ihnen etwas aus? Das ist kein Grund, zu Mördern zu werden. Wenn Töten der Preis der Freiheit ist, zahle ich ihn gern. Zu töten bringt niemals Freiheit. Es führt nur zu mehr Hass. Du magst Menschen zu gern, Josh. Vielleicht ist dir ihr Leben wichtiger als unseres. Wenn du glaubst, dass das Töten von Menschen uns die Freiheit bringt, bist du nicht besser als sie. Das reicht. Da hat er recht. Das sehe ich auch genauso. Und was machen wir jetzt? Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Und die Polizei. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. No. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Das ist ja auch wieder sehr revolutionär, muss ich sagen. Darauf habe ich lange gewartet. Ob das zur Freiheit führt? Sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Der Laden ist hier drüben. Ich bin mal gespannt. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Sichere das Gebiet, dring in den Laden ein. Wir räumen die Plaza, damit uns niemand stört. Und was machen wir mit dem Schaufenster? Nicht jetzt, eins nach dem anderen. Okay, und was kommt als nächstes? So, den wandeln wir mal um. Du bist frei. Siehst du das Alarmsystem? Ja, ich sehe es. Gefunden.
Schalte die Alarmanlage aus. Das passiert aber nur, wenn wir jetzt hier uns daran auch wirklich halten. Du bist frei. Wo geht's hier weiter lang? Zugang gefunden. Okay, das hat ja gut geklappt. Hatten wir ihn verarbeitet. Alarmnetzwerk Cyberlacknet. Innere Schleife erstellt. Ah, sehr gut. Du solltest doch aufpassen. Du sagtest, pass auf, aber nicht worauf. Oh, du brauchst wohl eine schriftliche Einladung, um in Deckung zu gehen. Ey, mach mich nicht so an. Scheiße. Ja, gute Tarnung. Was soll denn das? Hast du sie nicht mehr alle? Die Cops waren im Anmarsch. Ich musste etwas tun. Genau. Das war alles für den Auftrag. Mach das niemals wieder. Kapiert? North, wir müssen weiter. Wir haben keine Zeit. Ich glaube, es hat dir gefallen. Wir müssen die Straße blockieren. Eine Einbahnstraße. Das sollte einfach sein. Blockiere die Straße. Marcus, komm her! Ja, ich bin ja schon bei dir. Bald seid ihr bei uns. So, wie blockieren wir denn die Straße? Hiermit? Du bist jetzt frei. Okay. Shift und Space zeitgleich. Construction Work, sehr gut. Straße geschlossen. So, jetzt stört uns keiner mehr. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Und wie willst du das anstellen? Ja, aber die beiden wandeln waren um. Wir suchen uns einen Laster und rammen die Fassade. Einen Laster? Es ist eine Baustelle in der Nähe. Da finden wir bestimmt einen.
Eine Baustelle ist ja gut, aber Laster? Hier kein Laster gesehen. So, komm, du bist auch frei. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. So, ich vermute mal eher der Laster, der muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Ich habe ja auch kein Laster gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind hier zwei ganz normale Autos. Wenn es einen Laster geben würde, dann müsste der Laster ja hier in der Nähe irgendwo stehen. Marcus, wir müssen jetzt den Laster suchen. Ja, machen wir doch. No parking truck exit. Okay. Da ist er. Ah, alles klar. Auch krass, dass er nicht direkt an der Straße steht. Ja. So, wie komme ich jetzt an den Laster ran? Ah, hier kann ich nur öffnen. Okay. Worauf warten wir noch? Ja. Das sieht doch mal nach einem Plan aus. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Jo. Was würdest du nur ohne mich machen? Ja, das freue ich mich auch manchmal. Wobei ich sage mal, ich wäre wahrscheinlich mit dem Laster auch so rausgekommen. Gleich etwas lauter werden. Bin ich ja mal gespannt, wie da, ob das klappt. Ohne dass da die Polizei alarmiert wird, auch wenn der Alarm aus ist, aber. Ich glaube, die Androiden werden irgendwann nochmal Probleme mit Cyberlife bekommen, weil die wollen ja Geld verdienen. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Alter, der... Aber ganz ohne Opfer wird es aber nicht sein, weil... Der hat ja einen... Der vor ihm steht, sogar umgemetzelt. Komischerweise wird er jetzt hier gar nicht angezeigt. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Bin gespannt, ob es auch Leute, Androiden gibt, die irgendwann sagen so, ja, aber ich will das alles gar nicht. Weil ein Abweichler vom Abweichler kann es ja auch geben, warum nicht?
North, alles okay? Holen wir sie heraus. Komisch, ne? Weil die so hübsch ist, vielleicht eifersüchtig oder so? Komisch. Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Das Ganze hat nur einen Haken. Jericho ist nicht riesig, ne? Irgendwann ist das Ganze überbefolgt. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Es hat auch was Menschliches, Anführer zu sein. Dann folgt mir! Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Beendet den Kapitolpark. Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Unser Symbol wählen. Nummer D für Widerstand. Wir sind nicht mehr eure Sklaven. Genau. Das ist eine gute Botschaft. So was Freiheitliches. Das hat was Pazifistisches, was so friedlicher, ohne Gewalt. Wir brauchen keine Meister mehr. Wir sind frei. Ja. Keine Gewalt, das ist schon mal gut. Straße bewegen, umwerfen. Ich helfe dir. Jo.
Es hat wirklich nichts Gewalttätiges und das finde ich gut. Wenn wir ein Zeichen oben am Haus setzen, das wäre ja auch mal was. Wow, das sieht ja geil aus. Hinterlässt bestimmt Eindruck. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten, was wir machen können? Wir markieren mal, nicht zerstören. Sehr gut, wir haben es geschafft, null gewalttätig zu sein. Jo, das ist schon krass, aber ich glaube, da sollte man jetzt auch langsam aufhören. Und dann abhauen. Alle Teams haben ihre Mission bewältigt, Marcus. Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Sehr gute Einstellung. Es sei denn, es geht nicht anders. Oh nein, jetzt kommen die Cyberlife-Drohnen. North! Hier auf die Gruppe zu. Ach, die Gruppe ist ja in die Richtung gelaufen, ne? Nee. Wo ist denn die Gruppe hin? Ah, hier. Nee. Hä? Hier auf die Gruppe zu, ja, wo ist denn die Gruppe? Ach, da. North, was ist da passiert? North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Cyberlife. Gehe ich von aus.
unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Die Polizisten war das. Du musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Ne, wir verschonen die. Ich denke mal, das ist am besten. Die Welt wird blind. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Das nenne ich mal Anführer-like. Okay, das wird ihr jetzt ja wieder nicht gefallen, aber ist egal. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Aber die Polizisten kamen nicht zur Sprache, dass ich die verschont habe, ne? Das ist eigentlich auch traurig. Naja, dann habt vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin. Ciao.